Sagen, wie die für dich riechen. Dann sehen wir, ob deine Intuition gut ist. Ich habe schon im Gefühl, welches es werden könnte. Ich sehe schon. Sich jetzt mal
wächst. Ich weiß nicht, warum die immer ausgehen müssen. Es ist ganz schön, als würde irgendein Wesen nicht wollen, dass wir dieses Räucherstäbchen entzünden. Aber alle guten Dinge sind drei. Wenn es beim dritten Mal nicht funktioniert, dann weiß ich, dass wir darauf hören müssen. Okay. Wir müssen darauf hören. Das Universum belügt uns nicht. Vielleicht brauchst du etwas anderes, um runterzufahren. Wie wäre es mit einer kleinen, beruhigenden Hypnose? Seltsames. Es geht wirklich nur darum, ein bisschen wieder innen anzukommen, in seine Mitte zu finden. Und danach würde ich dir dann ein Mittel zusammenstellen aus vielen Kräutern, Gewürzen. Was dich wieder stärken soll. Ist das okay für dich? Super. Ich bin sehr, 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 sehr froh darüber, dass du mich ein zweites Mal aufgesucht hast. Und dass du jetzt dieser Welt ich weiß, man kann viel sagen, aber ich glaube, nach dem letzten Mal hast du schon gespürt, dass das wirklich ernst gemeint ist und dass ich ehrlich zu dir bin. Gut, ich nehme jetzt eben meinen Pendel raus. Natürlich verbergen sich hier auch ein paar Kristalle.
jetzt damit beginnen, dir den Trank zu mischen, hätte ich gesagt, und das kennst du schon von letztem Mal, dass du wieder eine Rune ziehen wirst. Ich kann sie auch gerne für dich ziehen, wenn du magst. Kein Problem. Ich werde dann einfach deine Energie kurz in mich aufnehmen. Und dann werde ich die Rune ziehen. Geschlossen. Und ziehe deine Rune. Das ist deine Rune. Mehr als du noch annimmst. Du bist so stark und sprühst vor Energie, auch wenn sie dir gerade ein bisschen abhanden gekommen ist. Du wirst sie wiederfinden. Als letztes werde ich dir noch einen kleinen Trank vorbereiten, wie besprochen. Und zwar habe ich hier schon heißes Wasser vorbereitet. Stärken.
sinnlich, lieblich, harmoniebedürftig, aber auch feurig, leidenschaftlich. Eine schöne Kombination. Lavendel. Selbstheilungskräfte aktivieren. Ein bisschen von den Nelken. Das schadet auf jeden Fall nicht und schmeckt sagen, was da alles drin ist. Das ist ein altes Geheimrezept. Das haben schon meine Urgroßeltern benutzt. Ich kann dir sagen, dass es nur natürliche Inhaltsstoffe sind. Sehr schwer. Manche verstecken sich gut.
Gläschen haben von bitterer Medizin, die man halt schnell runterkippen muss. Ich möchte, dass das Ganze ein Erlebnis, ein Abenteuer, eine sinnliche Reise ist. Dass man wirklich sich vorstellen kann und es spürt und dass alles aktiviert wird, die Lebenskräfte, die Energien. Wie geht's dir? Das ist schön. Dann nimm noch einen Schluck. Gerne noch ein Weilchen bleiben. Wenn du magst, kümmere ich mich noch ein bisschen um dich. Gerne. Es ist immer schön, wenn Leute zu mir kommen und sich wohlfühlen. Eine kleine Rückzugsoase, ein sicherer Ort. Das zu schaffen, war mir ganz wichtig. Kannst dich gerne ein bisschen hinlegen, weiter deinen Tee trinken, dein Elixier, dein Trank, dein persönlicher Trank. Und später, wenn du magst, jederzeit, kannst du dich wieder auf die Heimreise aufmachen. Jetzt weißt du ja schon, wie es wieder zurückgeht.